Hallo, Spiel. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Jetzt habe ich hier irgendwie. Jetzt, ne? Ja. Weiß nicht, warum er jetzt aktuell irgendwie immer ins neue Spiel startet hier. So, heute ist der Day der Days. Scheiße, ich wollte mir den Speedrun nochmal angucken. Oh, Rutger! Es ist einer der Piraten! Deutsche! Deutsche! Er ist allein! Du entkommst mir. Er ist allein! Er ist allein! Du spielst ja nur mit ihm! Überlass ihn mir! Es ist einer der Piraten! Du entkommst mir nicht! Süd. Zurück, Feind! Ich übernehme ihn! Die Waffe weg! Die Waffe weg! Nun komm, Junge, geh da runter! So, wir sind auf jeden Fall weiter als da. So. Müssen wir kurz gucken, ob ich einen Heiltrank fresse. Die Waffe weg! Oh, hallo. Sorry. Komm schon, Rutger! Oh fuck, das war dumm. Ich hab da durchgemusst nachher. Mhm. Okay, es geht sogar im Lauf. Müssen wir hier den Scheiß machen? Ich bin flinker! Nee, bist du nicht. Offensichtlich. So, und hier oben. Nee, noch nicht. Ist hier was? Ja, das ist ein Heiltrank. Nice. Okay, da die Rotation können wir auch nochmal mitnehmen. Lief jetzt nicht ganz perfekt, aber ist okay. Umzingelt ihn! Ah. Okay, das Ding macht 10 Damage, alles klar. Okay, und hier ist noch nichts. Na los. Geht das? Welche müssen schwingen, ne? Ich kann nicht so richtig schwingen. Okay, nice. Progress. Ich nehme mal den Safe. Ob das, wenn das jetzt. Ne, warte mal, ich mach mal einen neuen Safe. Weil der andere war auf jeden Fall nicht optimal. Dann könnten wir da nämlich nochmal schauen. So. Er passt nicht. Gib dich auf der Stelle. Es ist einer, du spielst ja nur mit ihm. Überlass ihn mir. Überlass ihn mir. Okay. Es ist einer der Piraten! Der Sprung hat schon wieder, ey. War das schon wieder? Komm schon! Rutger! Es ist einer der Piraten! Ich erledige ihn! Jetzt da links rum, sagen wir. Du entkommst mir nicht. Er passt nicht. Oh, Junge! Nicht den Schlüssel. Fuck. Bröder. Seelenschwert, okay.
Oh Gott, das sieht aber auch richtig aus davon, oder? Komm schon. Ja genau, die dürften eh verschlossen sein. Das muss die sein. Verlass, verlassen, jawohl. Progress. Und jetzt? Wer weiß? Es ist einer der Piraten! Du Scheiße, was machst du hier? Wie bist denn du jetzt hergekommen? Okay, so da oben müssen wir irgendwie hin. Ich raff nur noch nicht so richtig wie. Dann ist aber dieses komische Konstrukt. Hä, das ist aber voll weird, oder? Wird ein Ende bedeuten. Wir müssen ja eigentlich ganz woanders hin. Wir müssen ja da irgendwie um die Ecke kommen und was weiß ich. Verräter! Okay, war das jetzt doch falsch, hier rüber zu gehen? Na, komm schon, aus dem Weg! Ergib dich auf den... Du entkommst... Zurück, Feind! Ich erwische dich noch! Na, aus dem das Weg... Das kann doch gar nicht sein jetzt, oder? Du spielst ja nur mit ihm! Abgeschlossen. Du entkommst mir nicht aus dem Weg! Mhm. Ergib dich auf den... Ich Lol, hier ist ein Schlüssel, ey! Aua! Den mich ja auch sehen, Junge. Ergib dich auf der Stelle! Okay, dann wird das schon mal gelernt. Du, dann kommst du mir nicht. Hallo Uzi, was geht? Die Waffe weg! Nimm die Schlüssel. Na, komm Junge! Schon. Schnell, 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 schnell. Ergib dich auf der Stelle. Silberne Schlüssel, das müsste der sein, ne? Das spitze ja, was geht? Wird ein er passt nicht. Was, er passt nicht? Sich verarschen. Das spitze Schwert wird ein Ende bedeuten. Ist das ein anderer Schlüssel? Silberne Schlüssel. Oh Gott, ey, das Ding halt doch alle heiß, gleich heißen, ey. Okay, das ging im Laufen, sehr gut. Hallo, Heiltrank. Oh, die mich Ochse, Junge. Oh! Der Heiltrank, Junge. Der Heiltrank, nicht der Schutztrank. Junge, den Heiltrank, bitte. Oh. Oh, Junge. Er hängt fest an der Türkante. Alter, ich dreh durch, ey. Nicht allein! Schwinde da jetzt. Wie lange ist das Event noch? Die Waffe weg! Bis Montag quasi, ne? Dienstag müsste dann vorbei sein, nehme ich mal an, oder? Das spitze Schwert wird ein Ende bedeuten. Oh Gott, Junge. Okay, wo lang? Da oder was? Dienstag, okay, Dienstag ist vorbei, dann nehme ich, okay. Ergib dich auf der Stelle. Ergib dich auf der Stelle. Das spitze Schwert mir nicht ein Ende bedeuten. Die Waffe weg! 15 Stacks, Alter, nice, ey. Ich muss mal gucken, ob ich auch noch was gekauft habe. Wie teuer sind die Bags gerade? Wenn man es gerade mit Buy Order kaufen möchte. Ach du Scheiße. Was ist hier los? Komm schon! Redguard, es ist einer der Piraten! Kletter doch da hoch, bitte, jetzt. Warte mal. 39. Naja, gut, ja. Ich glaube, da dürfte ich sogar auch schon ein paar gekauft haben jetzt.
Hast du noch Lab-Farm gemacht, großartig? Oder hast du mehr die Achievements alle gemacht und darüber die Stacks geholt? Du hast mehr die Achievements gemacht. Ich wollte unbedingt in ESO mich jeden Tag einloggen für die ganzen Belohnungen, aber bisher noch keinen Tag mich eingeloggt. Wir haben jetzt schon den dritten, ne? Man kommt hier zu nichts. Ah ja, nice. Achievements Dailies und so, nice. Ist das Spiel scheint sichern, ja. Hat sich schon gefarmt, ja. Abgeschlossen. Was heißt hier abgeschlossen? Macht das Ding auf, ey. So. Hä, und jetzt? Hey, was? Ja, was für ein Ding? Okay. Drei Races gemacht. Ah ja, nice, okay. Was ist denn ernst jetzt, oder? Oh, dieses Spiel manchmal, Junge. Das ist so richtig in die Fresse Backtracking einfach. So richtig schlechtes Backtracking. Oh, das ist bekloppt. Du bist hier nur hochgegangen, um den Hebel zu drücken, damit der Fahrstuhl nach unten fährt. Jetzt musst du den ganzen Weg wieder zurückeiern, den du gekommen bist, nur um dann im Hof, wo das Level die letzte Quest gestartet hat, mit dem Fahrstuhl wieder hochfahren zu können. Das sind so Sachen, die verstehe ich nicht. Warum denkt man sich so, boah, das ist doch geil. Also ja, vielleicht wollten sie da nochmal letzte Sekunde Zeit rausquetschen und so, aber das ist doch halt, das ist doch einfach nur bescheuert. Zumal ich jetzt eh gucken muss, dass ich hier mit dem Schlüssel rumrenne und ich gar nicht genau weiß, was passiert, wenn ich hier rausgehe. Ich erledige ihn, du entkommst mir nicht. Achso, da komme ich jetzt erstmal hier hin, okay. Zwischen Richtern, ja. Ja, mach mal, erzähl mal, was du rausbekommen hast. Und bei zwei Infusionen oder so bist du ja eh fein raus, dann. Aber gut, ich glaube, zwei Infusionen sind halt auch. Die Chance ist halt bei nahezu null, oder was? Ah, okay, hier sind wir hier. Lol, hier ist sogar noch die das Collision Shape gewesen von den beiden, von Rich und Ram. Abgeschlossen. Ach, ist ja witzig, okay. Hier vorne standen wir damals mal vor 30 Milliarden Jahren im Spiel. Und der Speedrun funktioniert auch so, dass du quasi, wenn du hier rumlaufen kannst und kämpfen kannst, dass du hier in die Küche reingehst und hier irgendwie durch die Tür glitscht, glaube ich. Und dann rennst du bloß noch hoch. Drückst den Hebel. Nee, stimmt gar nicht. Du rennst, glaube ich, direkt raus und glitscht dann irgendwie den Fahrstuhl hoch oder so. Ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Aber ja. Hab ich schon mal gehabt. Ah, nice. Oh, nice. Switcharge Quartz klingt auf jeden Fall ordentlich. Die Waffe weg. Das spitze Schwert wird ein Ende bedeuten. Du entkommst mir nicht. Ja, da muss es jetzt auch die Animation für geben, ne? Oh, als ob es jetzt hier nicht alles lang genug dauert. Ja, was? Wo lang? Da hinten rein oder was? Oh Gott, Junge. Oh. Jetzt geht er automatisch hoch, okay. So, das ist jetzt, geht's hoch. Jetzt Bosskampf. Die beiden Bosskämpfe, vor allem miteinander. Mit 20 HP. Hashtag no life. Hier um die Ecke liegen natürlich auch keine Heiltränke, ey. Oh mein Gott. Oh fuck, das geht direkt los. Warte mal.
Aber ja, ich erstmal im Boden rein. Der macht 20 Damage pro Hit. Ich bin One-Hit dann. Okay, interessant. Ja, gut, ja. Da hinten ist er. Gut, ich bin One-Hit. Das kannst du vergessen, ey. Soll ich denn das jetzt machen? Muss halt gucken, dass ich an ihm vorbeikomme. Also, das ist meine einzige Chance, glaube ich, direkt an Ridden zu kommen. Und versuchen ihm halt direkt, ihn direkt zu killen, quasi. Das ist die einzige Chance, die ich, glaube ich, großartig habe. Holy shit, Junge. Vor allem diese Tanksteuerung. Gut. Dann wird es also Zeit. Krieg ich auch noch Zeit, mein Schwert zu ziehen? Nee, ne? Krieg ich wieder nicht. Kannst du dazu hauen? Ja, natürlich kannst du das. Okay, du machst nur halb so viel Schaden. Das ist schon mal gut. Ich kann schon mal jetzt aushalten. Ich kann mich auch sogar vorher... Ich kann mich sogar vorher noch vollpumpen mit Shit. Also leider keine Heilung, aber... Mit Shit kann ich mich immerhin vollpumpen. Oder auch nicht. Ich habe, glaube ich, nur... Ich habe keinen Krafttrank mehr, oder? Doch, 10 Stück ist sogar noch nice. So, jetzt machen wir ganz kurz. Diese Blutdinger kann ich nicht mehr verwenden, oder? Alleine lässt sich das nicht benutzen. Nee, leider nicht. Mit Wasser hat man das, glaube ich, sogar reinigen können, sogar. Aber, ja. Weiß ich nicht. Das ist mal direkt so. Dann wird es also Zeit. Lauf doch, lass dich nicht hitten jetzt von ihm. Oh, die Micha Ochs, Junge. Diese Animation. Lauf, lass dich runterfallen. Ja, danke. Zieh die Waffe. Lauf, 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 lauf. Ich will noch einmal kurz einen guten Save-Punkt haben. Das ist scheiße, der Save-Punkt, aber egal. Ah, fuck, schneller als ich. Aber ist okay. Ah, fuck, dieser, das ist alles 30 Frames abläuft, die ersten 2 Sekunden, das ist ganz schön scheiße. Ah, Alter, was? Lohnt sich das Aufmachen doch definitiv? Entscheide dich, Bube. Entscheide dich, Bube. Entscheide dich, Bube. Anfängerglück. Entscheide dich, Bube. Entscheide dich, Bube. Ah, fuck, ja. Was machst du da? Entscheide dich, entscheide dich, Bube. Was macht der denn für eine Pirouette, Junge? Entscheide dich, Bube. Anfängerglück. Entscheide dich, Anfängerglück. Ja! Ja! Gib auf deine Vormacht! Anfängerglück! Anfängerglück! Meine Deckung, Cyrus! Infusion, Alter, GZ, GZ. Du Lackerschwein schon wieder. Ich wette, ich krieg irgendwie nichts davon. Ich krieg irgendwie zwei dicke Comms. Entscheide dich! Ich die aufmach. Anfängerglück. Anfängerglück. Entscheide dich, Bube. Entscheide dich, Bube. Das ist natürlich keine Infusion. Fuck. Ja, gut. Anfängerglück. Anfängerglück. Entscheide. Gib auf deine Form acht! Fuck, fuck, fuck. Ich probiere gerade schon wieder zu viel rum, ey.
Kipp doch bitte einfach um. Ja! Bemerkenswert. Ich werde vielleicht der erste kaiserliche Admiral sein, der sich auf dieser Höhe ergibt. Eine Kapitulation, Gouverneur. Ihr sterbt einfach im Stehen. Kampfregeln ist klar festgehalten, dass die unterlegene Partei sich ihrem Gegner auf dem Schlachtfeld ergeben kann und dass der Sieger im ehrbaren Rahmen, versteht sich, die Höhe des Lösegeldes bestimmen darf. Erinnert mich in der Hölle daran. Aber wo liegt darin der Gewinn? Oder die Redguard-Ehre? Ich weiß, dass ein Fechter wie du, Redguard, keinen entwaffneten Mann umbringen würde. Und als Gentleman stelle ich mich unter deinen Schutz. Und als nicht gerade ungewandter Schwertkämpfer gratuliere ich dir deinem meisterhaften Umgang mit dem Langschwert. Auch zu deinem kleinen Sieg hier beglückwünsche ich dich. Ich habe meinen Kaiser enttäuscht und werde vielleicht bereuen, sein Missfallen noch spüren zu müssen. Aber... Lass die Waffe fallen. Nicht weiß, wie lauteten die Kampfregeln noch? Tut mir leid, Redguard. Die Kampfregeln gelten nur unter Gentlemen. Und du, als bewaffneter Rebell, Verräter am Kaiser und Bedrohung des kaiserlichen Friedens, du hast nichts weiter als eine Hinrichtung verdient. Wirst du sterben, Redguard. Macht euch ruhig daran, denn das wird der einfachere Teil. Schaut einmal dort hinunter, Richton. Dort wartet eine Armee, die bereits erfolgreich war und die ihr wieder besiegen werde. Genug der Worte! Richton, es wird Zeit, dass ihr das Redguard-Temperament erlebt, von dem ihr so viel gehört habt. Ihr habt den Prinzen nicht getötet, Richton. Er lebt. Ihr Götter! Alter, nice, ey. War das nicht auch in irgendeinem Indiana Jones Film oder so? Dass das irgendwie diesen Move irgendjemand gemacht hat? Kann das sogar sein? Ich hab jetzt so den ersten geguckt mit Luffy, aber... Kann das sein? Das alte Viertel müsste rechtzeitig zur Feier wieder aufgebaut sein, Milady. Sorgt dafür, dass Captain Basil so viele Leute bekommt, wie er braucht. Du weißt, dass ich bald abreisen muss. Kannst du nicht wenigstens bis zur Feier bleiben? Du hast sie überhaupt erst ermöglicht. Nach unserem Aufstand hat Baron Wohlag sein Versteck aufgegeben und Sentinel zurückerobert. Er und der Kaiser werden nach Stross McKay kommen, um den Friedensvertrag auszuhandeln. Der Kaiser kommt hierher? Innerhalb von 2 Jahren 2 blutige Kriege, Cyrus. Wir müssen ein Abkommen mit dem Kaiserreich treffen. Aber jetzt sind wir, wenn alles gut geht, wenigstens Verbündete, die man respektiert. Und keine geknechteten Untertanen. Arthur wird mich darin leiten. Politik war noch nie etwas für mich. Ich verzeihe dir trotzdem. Ich kann nichts Geringeres tun. Nice, ey. Projektleiter Todd Howard, Chefprogrammierer. Andy Taylor, Chefartist. John Pearson, Programmierung. Andy Taylor, Richard Clark, Rick Walton. Ah, Kirkbride, Todd Howard auch. Wie krass, ich komme hier so schnell hinterher hier. O'Reilly. Alter, aber ohne Witz, das war ein erstaunlich gutes Spiel, tatsächlich. Ich würde sogar sagen, dadurch, dass es 98 rauskam und Outcast wollte ja so ein cineastisches Superding sein. Und Outcast war rund, das war wirklich so ein filmisches Ding, sag ich mal. Und das hat sich auch Remaster nicht wirklich clunky angefühlt vom Spielen her. Es war halt alt, ja, und quasi so diese Altersclunkiness war halt auf jeden Fall drin. Aber... Ich sag mal, abgesehen davon war das halt vom Spielerischen her, von der Steuerung und so weiter, war das halt, war Outcast, obwohl es ein Jahr später rauskam, bei weitem nicht so clunky.
krass, sogar die Website wird hier erwähnt noch, krass. Ja, und da war es quasi so runder, aber ich muss trotzdem sagen, Elder Scrolls Redguard war definitiv cineastischer. Also allein durch die Cutscenes, die Dialoge und so weiter und so fort, die haben sie hier deutlich, deutlich besser gemacht. Nice, sogar bei George Lucas bedankt, sehr schön. Das war's, krass. Es gab ein pinker Screen hier. Na gut, nee, aber wie immer müssen wir ein kleines Fazit machen. Ja, auf jeden Fall war es cineastischer. Die Cutscenes haben mir richtig, richtig gut gefallen. Insgesamt. Die waren auch schön, schön gemacht, schön animiert und wie gesagt, die Dialoge waren halt, also das Spiel ist halt gut geschrieben, finde ich, und das merkt man halt auch. Das ganze Spiel über, weil die Quests davon extrem stark profitieren, den gut geschriebenen Quests. Weil obwohl das Ganze halt relativ simple Quests in der Regel halt waren, waren die durch den Schreibstil, also durch das geschriebene Wort, wie auch immer, sehr abwechslungsreich, weil man eben, naja, eher so diese Puzzle-Quests hatte. Also man hatte wirklich, eine Quest war halt ein richtiges in sich geschlossenes Abenteuer, wie halt zum Beispiel die Zwergenruine erkunden und am Ende halt den das Hahnrad quasi rausholen und so, was ja nur ein Teil einer Quest war, für das Observatorium oder die Sternwarte quasi. Dann Lilandrils Flakon, das fand ich auch sehr gut, war quasi mit einer der coolsten und beeindruckendsten Quests eigentlich. Selbst wenn das sehr, sehr, sehr kryptisch war, aber ich finde, im Vergleich war das noch was, da könnte man drauf kommen, sag ich mal. Also wir sind ja auch ein Großteil ohne Guide drauf gekommen, nur halt eben irgendwann mit diesem den Typen rausschicken und keine Ahnung was, weil wir da nämlich einen NPC nicht gefunden haben, den wir eigentlich schon hätten treffen sollen, sag ich mal. Das war so das einzige Problem, aber sonst sind wir ja auf ein Dreiviertel der Kartenstücke selber gekommen. Ein bisschen schade fand ich halt das Endrätsel, also das mit den Schritten, weil es ist eine geile Idee, aber der Radius, in dem du buddeln kannst, um diesen Flakon zu finden, der ist halt super, super klein. Und dadurch, dass die Pflanzen leider Kollisionen haben, und das ist schon quasi das, wo ich sage, okay, das ist eigentlich so ziemlich objektiv schlecht einfach. Eine objektiv schlechte Entscheidung, das so zu machen. Weil wenn du gegen Pflanzen rennst, ist es eben so, dass du mit dieser Tanksteuerung automatisch gedreht wirst oder keine Ahnung was. Und dadurch verzerren sich automatisch schon die Schritte, die du gehen musst. Und hätten die Pflanzen aber einfach keine Kollision, wärst du, glaube ich, über den normalen Schrittpfad nie in eine Pflanze reingerannt. Und demzufolge wäre es viel, viel wahrscheinlicher, was heißt mein Sound ist komisch? Wäre es viel, viel wahrscheinlicher, da zu buddeln. Also, dass man dort den Flakon rausgräbt oder ausgraben kann aus dem Boden. Quasi, aber so war das halt wieder so ein bisschen, da brauchten wir dann halt auch nochmal ein bisschen Hilfe, überhaupt rauszufinden, wo dieser Flakon halt sich genau befindet. Das war ein bisschen schade und da wäre quasi so, das wäre dann wieder so mein Ding eigentlich. Ich mag das sehr gerne, wenn Bestandteile der Welt, meine Stimme hat, aber der Sound gerade im Spiel nicht, oder? Oder hatte der auch Aussetzer? Aber ja. Weiß ich nicht. Okay, ich mach mal das Spiel aus. Vielleicht liegt es einfach schon daran, dass der im Hintergrund hier irgendwie. Bei mir, ich höre nämlich auch ab und an Aussetzer, aber eigentlich nur bei dem Spiel. Bin ich mir relativ sicher, aber ja. Ich mach mal aus, jetzt sollte es hoffentlich ein bisschen besser sein. Ich mach mal nebenbei OBS auf. Dann sehe ich das vielleicht auch unter Umständen. Nee, ich fand das sehr interessant. Genau, aber ich mag das immer sehr gerne. Und das wäre halt so ein Ding, wo ich mir gewünscht hätte, dass es in den nächsten 20 Jahren, aus Blick von 98, irgendwann mal passiert wäre, quasi, dass einzelne Gegenstände nicht nur im Kontext einer Quest relevant sind, sondern halt wirklich umfassend
da sind und halt mehrere Leute darauf reagieren. Das war hier in der Quest der Fall, bei dem Flakor besonders. Okay, dann lag es im Spiel tatsächlich, aber danke dir. Also bei dem Spiel ist das schon aufgefallen, weil bei dem Flakor war es ja wirklich so, die ganze Stadt oder quasi jeder, der so ein bisschen nach Abenteurer aussah, der hat in irgendeiner Art und Weise nach diesem Flakor gesucht und du konntest mit jedem diese Dialogoption ansprechen. So, von daher, das war erstmal so quasi dieser richtig, richtig große Pluspunkt. Aber ich hätte mir quasi das gewünscht, wenn das noch ein bisschen weiter gesponnen wäre. Also quasi, wenn man gesagt hätte, was weiß ich, das Finden des Flakons ist nicht nur möglich, indem man quasi das Kartenrätsel und die Schritte rausfindet und sowas, sondern ist vielleicht auch möglich oder zeitbasiert oder was weiß ich so. Indem halt eben, was weiß ich, ein anderer Abenteurer findet irgendwann diesen Flakon und du kannst ihm den dann halt abnehmen oder sowas. So in die Richtung, dass du da halt eben nochmal quasi diese Idee aufgreifst, dass halt mehrere Leute dasselbe Ziel haben und das dann halt eben auch im Spiel ersichtlich ist. Das würde ich halt, das hätte ich noch sehr, sehr, sehr cool gefunden. Moin Marcia. Wir haben es gerade durchgespielt, deswegen, ja. Bist du gerade am Ende des Spiels angekommen bei Redguard. Aber Hallöchen. Machen gerade Fazit, aber ja. Genau, nee, aber sonst, die Quest selber fand ich sehr cool. Ich muss auch sagen, ich finde die Erzählstruktur finde ich sehr, sehr, sehr gut. Weil, Moment, Investigate Ruins, nee. Moment, ich versuche das mal kurz zu zeigen. Moment. Quellen. Bildschirmaufnahme. Rekursion. Zack. Genau, das ist quasi die Queststruktur hier vom Spiel. Und das finde ich super, super cool, weil, also, ich sag mal, ich finde es für die Zeit finde ich super, super cool. Für die heutige Zeit würde ich es immer noch super cool finden, weil es immer noch besser ist als einfach nur ein Strich. Ich würde es aber super, super, super cool finden heutzutage, wenn halt eben noch Sachen optional wären oder halt eben noch so Nebensachen drin wären, weil also du musst alle Quests im Spiel machen, um das Spiel durchzuspielen. Das ist so ein bisschen der Punkt. Also sprich, du startest hier, du musst das Amulett holen, ne, und den ganzen Weg musst du lang gehen, weil du den Soul Gem brauchst. Du brauchst auch hier Hail Soul, um den Seelenstein quasi aufzuladen beziehungsweise zu aktivieren, weil sie ja Saban quasi die ein Mitglied der Magiergilde ist und halt ein Mitglied, was dir halt im Gegenzug, dadurch, dass du Hail Soul halt oder ihr geholfen hast, quasi hilft sie dir ja. Und sie ist halt die Magierin aus der Gilde, die dir dann halt eben bei deinem Problem hilft. Und du brauchst aber halt auch den Ring. Und brauchst halt quasi genau diese drei Voraussetzungen, um halt die Endquest zu machen. Und trotzdem finde ich das aber sehr, sehr cool, weil du kannst super viele Sachen parallel machen. Also steht halt auch immer hier irgendwo, was weiß ich, gehen wir mal hier rein, dass dir super, super viele optionale Sachen, um an Informationen ranzukommen, die du lesen kannst oder halt irgendwie rausfinden kannst, um halt eben die Quest voranzubringen in dem Sinne. Und aber das ist halt auch genau das, was ich meine. Eine Quest, das ist wirklich eine einzige Quest, A Legendary Flask. Und die hat 12 Schritte. Und das ist halt wirklich was, wo ich sage, okay, das ist eine Quest. Das ist halt wirklich eine Aufgabe. Da steckt was dahinter. Das ist ein in sich abgeschlossenes Abenteuer sozusagen, was du da halt erleben kannst. Und es sind etliche NPCs mit involviert und so. Und dadurch wirkt es halt auch direkt viel größer. Also als ob es einfach eine große Welt ist. Obwohl schlussendlich, ja, Strauss McKay ist eine super kleine Insel. Also keine Ahnung, du brauchst keine 5 Minuten, um von quasi dem Punkt oben links bis nach unten rechts irgendwie zu laufen. Das dauert keine 5 Minuten. So, ne? Einmal quer über die ganze Insel zu latschen. Und trotzdem steckt da halt super, super viel drin. Und das finde ich halt sehr, sehr, sehr cool. Und das ist halt noch so eine Queststruktur, die würde ich mir heutzutage auf jeden Fall auch gerne wieder wünschen. Dass es halt einfach ein bisschen, dass du halt andere Stellen hast, weil es ergibt ja halt auch Sinn. Wir haben ja, das war ja quasi genau das Beeindruckende so. Wir sind ja quasi direkt, als wir in die Stadt reingekommen sind, zum Kartenmacher, glaube ich, erstmal gegangen.
und haben uns ein bisschen mit dem unterhalten, weil wir halt erstmal wissen wollten, naja, okay, wo sind wir jetzt hier eigentlich gerade und was weiß ich. Dann haben wir ja aber auch schon über den Flakon gehört, weil wir am Anfang mit dem Hafenmitarbeiter geredet haben und konnten den Kartenmacher, den Kartografen halt auch direkt darüber etwas fragen. Der konnte mir aber keine Karte dafür anfertigen. Dann sind wir zum Buch in den Buchladen reingegangen und haben da drin noch was über Elfenartefakte gelesen, was wir dann kaufen konnten, das Buch, und dann zum Kartografen gehen konnten, damit er diese Karte nochmal abzeichnet und so weiter und so fort. Also ne, stecken ja wieder so mehrere Sachen damit drin und das ist alles optional hier. Also das hätte man alles gar nicht machen müssen. Man hätte die Quest auch komplett so lösen können einfach. Und das ist halt echt ziemlich cool. Halt eben auch hier dieses, ne, diese optionalen Hinweise, dass Crandall halt noch ein Stück hat. Trethick war ja der Hafenmitarbeiter sozusagen. Und so weiter und so fort. Und dann kriegst du darüber halt ein paar Sachen raus. Und ja, genau, hast hier noch das Silverboat und so weiter und so fort. Und technically ist es halt, wie gesagt, alles optional. Ja. Und auf jeden Fall, ja, das ist sehr, sehr, sehr nice gemacht, finde ich. Es ist halt nur ein bisschen, aber gut, das ist halt, ich sag mal, das ist so ein bisschen auch wieder der Moderne geschuldet, sag ich mal in Anführungsstrichen. Weil heutzutage ist es ja so, man verlässt sich auf das, was das Spiel einem gibt. Größtenteils, sag ich mal. Ich bin jetzt halt auch nicht derjenige, also ich bin jetzt auch nicht, ich mag zwar Oldschool-Spiele so, aber, und halt auch so die Philosophie dahinter und so, das mag ich oft auch sehr, sehr gerne, weil mir halt, ne, die Welt oder die Welten holen mich halt viel mehr ab bei solchen Spielen. So eine Quest, also so eine Hauptquest, wie hier Redguard und die Skyrim-Hauptquest später wird irgendwie auch so, keine Ahnung, na gut, die geht eigentlich nur 8 Stunden so, aber die ist bei weitem nicht so durchdacht und ausgefeilt wie eine einzige Quest hier drin. Das kann ich jetzt schon sagen. Bei weitem nicht. Die umfasst auch bei weitem nicht so viele Schritte. Da ist quasi die ganze Hauptquestline besteht insgesamt aus vielleicht, keine Ahnung, 15 Schritten sozusagen. Also quasi ne, dieser komplette Pfad ist quasi sozusagen die Hauptquestline in Skyrim später, aber halt ohne irgendwas, kein Puzzle, kein irgendwas. Na doch, ich glaube, ein oder zwei Rätsel gibt es in der Hauptquest-Reihe. Und sonst ist es halt Metzel, 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 Metzel. Und sonst hast du halt nichts. So, ja, ist halt total langweilig und lame. So. Aber ja, deswegen, ich bin halt schon eher so ein Fan von alten Sachen, aber nicht irgendwie 80er alt. Deswegen bin ich bei Arena gleich sehr gespannt. bei den ganz, ganz alten Games ist es ja so, da musst du selber noch mit dem Zettel daneben sitzen und irgendwie dir die Maps halt aufmalen. Und da sehe ich mich halt auch noch nicht so richtig. Aber ja. Und hätte man das aber gemacht, hätte man eben auch relativ gut eine Übersicht gehabt, wie weit man bei welcher Quest gerade ist, weil man sich dann halt vielleicht pro NPC noch Notizen macht oder so, was halt viel cooler ist. Weil das muss man halt eben auch sagen. Und das wäre natürlich die Frage, ob das 98, also ich glaube 98, da war Redguard schon mit einer der Vorreiter, die überhaupt ein Tagebuch im Spiel haben oder hatten. Aber das Tagebuch war ja wirklich stumpf linear aufgebaut. Gothic oder halt Morrowind dann später 2001 haben das dann ja quasi schon abgestuft gemacht. Da hast du ja in Gothic quasi die Kapitel auf der linken Seite im Tagebuch und kannst dann je nach Quest dir die dazugehörigen Notizen aufrufen. Und dadurch musst du eben gar nicht mehr nebenbei dir noch was aufschreiben, weil du halt einfach ins Tagebuch gucken kannst. Und Morrowind hat ja ein ähnliches System eigentlich über diese verlinkten Wörter und so weiter und so fort. Aber das hat es hier halt ein bisschen schwer gemacht, den Überblick zu behalten, das wollte ich halt sagen. Wo du gerade was mit wem gemacht hast, gerade halt am Ende, wie gesagt, ich wäre im Leben nicht drauf gekommen, weil du musst das halt, wie gesagt, du kannst das erst, wir haben das ja super, super spät gemacht. Das kann man halt schon super früh machen, ja. Du könntest direkt, wenn du startest, könntest du sofort losgehen, die Zwergenruinen, also könntest du zur Sternwarte gehen, mit dem Opa reden. Könntest in die Zwergenruine reingehen, könntest das Zahnrad rausholen und könntest dann die Soul saven quasi. Da musst du dir halt nur merken, dass der Band zur Magiergilde gehört, damit du ganz am Ende wieder zu ihr gehst, um halt eben den Seelenstein-Kram da zu machen mit ihr. Das musst du dann halt im Hinterkopf behalten.
und eben halt, dass der Opa dieses Blitz, Blitz, Blitz halt eben macht. Genau, so das sind halt dann so ein paar Sachen, die musst du halt im Hinterkopf behalten, aber ja, ne, theoretisch kannst du das super, super früh machen, aber wir haben es ganz am Ende gemacht, das war wirklich die letzte Quest, die wir gemacht haben hier. Oder die beiden waren die letzten beiden Quests, die wir gemacht haben. Und da dann noch drauf zu kommen, dem Snake Charmer, mit dem wir vorher kein Wort reden konnten, also weil ich nicht gerafft habe, wie wir mit dem reden sollen, so, ja. Ich habe halt versucht, mit dem zu reden, aber der hat halt nicht reagiert, so. Ich wäre im Leben nicht drauf gekommen, dem halt irgendwie ein Goldstück hinzulegen, so. Aber ja. Und das ist quasi derjenige, der aber dann halt die Quest auslöst. So, das ist halt so ein bisschen noch so das Ding, ja. Das wäre dann halt auch wieder so ein Ding, wo man sich dann eigentlich wünschen würde in modernen Spielen, ist es dann halt nicht so eine quasi 1:1 Beziehung immer die ganze Zeit, so Arvik, also quasi du musst mit Arvik reden, um den nächsten Schritt der Quest freizuschalten oder den einen nächsten Schritt der Quest freizuschalten, sondern vielleicht, keine Ahnung, du könntest auch einen anderen Yokodana fragen, der dann später in einem neueren Teil quasi in der Welt rumrennt und der könnte dir ja ähnliche Informationen geben, weil auch der wird ja wissen, wie halt eben der Ruf der Yokodana gerade in Strauss McKay ist. Logischerweise so, ne, weil es ja so ein ziemlich rassistisches Ding ist, so was da ja abgelaufen ist. Ja, auch der hätte quasi den nächsten Quest-Schritt triggern können in dem Sinne oder halt eröffnen können, sag ich mal. Weil die Yokodana werden halt alle quasi diese Sterngrundlagen, Sternbildgrundlagen sozusagen drauf haben. Sprich, du wärst dann halt wieder vielleicht über das Buch gestolpert. Und hättest das Rätsel ganz genauso lösen können quasi. Das hätte ein x-beliebiger Yokodana sein können. Das müsste halt nicht Arvik sein, sozusagen. Ja. Und auf jeden Fall, das ist halt so ein Ding. Aber ja, leider in modernen Spielen ist es leider immer noch nicht so. Von daher, hey. Ja. Nee, aber trotzdem muss ich sagen, sehr, sehr, sehr cool gemacht. Hat sich insgesamt wie ein richtig großes Abenteuer angefühlt. Die Cutscenes waren sehr gut, fand ich. Dialoge waren total top. Story und Lore technisch fand ich, war das total cool gemacht. Ich fand es ganz interessant. Man hat am Ende nicht gesehen, dass Cyrus gekillt wird, sozusagen. Sprich, der wird höchstwahrscheinlich noch leben. Spoiler. Und das Ding ist, also, naja, ne, er lebt ja, danach hat man ihn ja noch gesehen, quasi, hinterher mit ihr. Und ich weiß gar nicht, wie das dann ist, ob es da quasi noch eine Erzählung für den Zwischenbereich, sag ich mal, gibt. Aber Cyrus führt dann quasi später die Renegaten an und schlägt dann sozusagen, also er ist dann quasi der neue Prinz in Anführungsstrichen und baut halt mit den Renegaten und so eine neue Armee auf, um das Empire quasi nicht zu stürzen, aber halt was dagegen zu machen. Und Hammerfell quasi wieder zurückzuerobern, sag ich mal. Also Cyrus ist da später der große Feldherr. Da bin ich mal gespannt, ob das irgendwann nochmal relevant wird. Vielleicht sogar in Arena. Kommt ja chronologisch quasi danach. Ich weiß nicht, ob das dann da nochmal aufgegriffen wird. Aber ja, das wäre dann halt was. Und ja, genau. Das ist auf jeden Fall ganz witzig. Also Cyrus ist auf jeden Fall einer der, ein sehr wichtiger Charakter eigentlich innerhalb der Elder Scrolls Lore dann halt auch. Genau. Ja, ich muss sagen, irgendwie die Schwester kam mir ein bisschen zu kurz, aber ich glaube, das war vielleicht auch ganz gut. Also Isara, wenn, ne, man hat quasi das halbe, dreiviertel Spiel quasi, hat man nach ihr gesucht. Am Ende redet sie bloß irgendwie 2-3 Sätze mit einem und man kann halt dann nicht mehr großartig mit ihr reden. Und am Ende taucht sie dann halt nochmal wieder auf, so. Fand ich so ein bisschen, weiß ich nicht genau. Dadurch, dass man irgendwie doch, dadurch, dass sie quasi Fokus des Spiels eigentlich für eine sehr, sehr lange Zeit war, war da irgendwie ein bisschen wenig, fand ich. Auch generell so die ganzen Renegaten und die Beziehungen und so weiter untereinander bei denen, fand ich auch, war ein bisschen wenig. Fand es ein bisschen schade, dass da in der Höhle bei denen nicht nochmal eine separate Quest irgendwie nochmal ist, in dem Sinne. Aber ich glaube, das ist auch generell einer der, also ein größerer Kritikpunkt quasi, was aber halt vollkommen okay ist. Also, ne, nur nochmal zur Erinnerung, die Elder Scrolls Adventures-Reihe
Also hier, ja, gibt es leider nur ein Spiel von, aber die Idee davon war mal von Bethesda mit der Adventures-Reihe, dass man quasi Spin-Off-Games, also quasi Spiele innerhalb des Universums baut und dabei aber einen wichtigen Charakter aus der Geschichte quasi steuert und mit dem halt ein Abenteuer erlebt. Und das sollten aber dann eben halt auch alles Action-Adventures sein. Also alle so Richtung Tomb Raider, Uncharted, was weiß ich so, ja. Und das war so die Idee der Adventures-Reihe. Und hier spielt man halt eben Cyrus, den Redguard so. Genau, während Legends halt, glaube ich, eher, gibt ja noch in Elder Scrolls Legend, hier Battlespire, was wir dann als übernächste spielen. Das sollte, glaube ich, eher so der Standard-Dungeon-Crawler-Kram sein, sag ich mal. Was dann eher so auf Replayability aus ist und eher so Richtung Multiplayer und bla bla vielleicht auch noch. Aber auch da gab es ja dann nur ein Teil für. Finde ich persönlich ein bisschen schade. Ich würde gerne mehr solche Spiele eigentlich sehen, nochmal so Adventures-Games. Nur halt mit anderen Charakteren halt nochmal. Ich glaube, da kann man halt echt sich sehr cool einzelne Charaktere rauspicken und halt mal so deren Geschichte nachspielen. Ich glaube, das bietet sich einfach bei dem Universum super gut an. Also so ein bisschen das, was die Bonusmissionen in Guild Wars 1 sind, quasi, halt eben für das Elder Scrolls-Universum. Das wäre, glaube ich, sehr, sehr, sehr cool. Ja. Genau. Ja, das finde ich eigentlich ganz gut. Aber nee, auf jeden Fall quasi, ich merke es trotzdem als Kritikpunkt an, selbst wenn es nicht zum Spiel passen würde. Aber ich hätte es halt eben cool gefunden, wenn es ein bisschen noch Nebenquests geben würde, sozusagen. Beziehungsweise halt eben, wie gesagt, dass manche Sachen vielleicht optionaler sind und man vielleicht manche Sachen optionaler sind und man vielleicht nicht quasi gebunden ist an einen bestimmten NPC zu einer ganz bestimmten Zeit unter ganz bestimmten Voraussetzungen. Das finde ich halt immer schade, aber ich weiß, das ist bis heute eigentlich zu viel verlangt, weil bis heute gibt es kein Spiel, was das so macht. So, ja, gucke ich mir gleich an, Uzi. Oder nachher mal. Aber ja. Genau. Von daher kann ich das nur so halb anmeckern. Quasi aus einem neutralen Standpunkt heraus würde ich das quasi mit anmerken, aber in Anbetracht dessen, dass irgendwie, 25 Jahre später immer noch keiner ein Spiel in die Richtung umgesetzt hat und wir halt immer noch die klassische lineare Buchquest-Struktur haben oder sich das ja sogar noch mehr etabliert hat und das ja zurückgegangen ist von so einer Struktur hier, weil das hier ist ja, das ist ja quasi nicht lineare Buchstruktur, sondern das ist ja wirklich quasi Spielbuch, also hier Abenteuerbuch, wie auch immer das nun mal hieß. So Sonnenaufbau halt. Also sprich so ein klassischer RPG-Story- oder Abenteuerbuchaufbau, sag ich mal. Da sind wir ja mit der Zeit innerhalb der letzten 25 Jahre eigentlich eher Schritte zurückgegangen in die klassische lineare Bucherzählstruktur. Von wegen, was weiß ich, man hat halt immer, ne, bei Skyrim ist das zum Beispiel sehr extrem zu sehen, das hatten wir ja auch schon mal das Thema, bei Arx Fatalis, dass du quasi halt einen Startpunkt und einen Endpunkt und jede einzelne Questreihe ist immer strikt linear und alles andere nimmt keinen Bezug darauf. Also ist total egal, ob du den Bürgerkrieg beendet hast, ist total egal, ob du am Ende irgendwie Alduin besiegt hast. Wie auch immer, spielt alles überhaupt keine Rolle, weil die NPCs reagieren darauf halt nicht, weil das nicht Bestandteil derer Questline halt ist. Das ist genau das, was zum Beispiel halt ein Redguard halt eben, was weiß ich, nicht ganz 20 Jahre, wie auch immer, stimmt gar nicht, 13 Jahre, vorher halt schon quasi meiner Meinung nach besser gemacht hat. Weil gerade, wie gesagt, das ist so für mich das Paradebeispiel hier, gerade bei der Quest hier wirklich eine ganze Handvoll, wenn nicht sogar nahezu alle ansprechbaren NPCs mit einbezogen wurden in das Ding, in die Quest. Und dadurch war das halt sehr, sehr, sehr cool.
Ja, jeder wusste halt auch irgendwie davon, wodurch es sich halt auch wirklich wie eine richtige Schatzsuche angefühlt hat. In einem Skyrim später ist es dann halt wirklich so, was weiß ich, angenommen, da gibt es dann halt so eine Quest. Dann weiß halt nur der eine Typ weiß dann halt von dieser Schatzkarte und dann findest du halt nach und nach die Schatzkarte und findest halt den Schatz quasi so. Das sind dann so die drei Schritte. Aber wenn du kannst dann halt keinen anderen NPC in komplett Skyrim fragen, ob der schon mal jemals irgendetwas über diese Schatzkarte gehört hat. Das ist halt nicht möglich so. Das ist halt nicht drin. Und das ist halt genau das, was halt schade ist, weil dadurch wirkt die Welt halt automatisch auch kleiner, obwohl es de facto nun mal quasi technically eine 100-mal größere Welt ist. Aber ja. Nee, insgesamt bin ich sehr, sehr beeindruckt vom Spiel. Es ist natürlich von 98 und dadurch ist die Steuerung extrem clunky und nervig und anstrengend und scheiße. Ich finde es auch ein bisschen schade, dass es keine Upgrades gibt oder nur das eine Upgrade zum Seelenschwert am Ende, was aber effektiv kaum Unterschied macht, so gefühlt. Und das ganz große Designproblem da schon ist eben, dass du keine Gegner killen musst, einfach weil... Also, und vor allem halt eben, es macht auch nicht wirklich Spaß. So, es macht eher Spaß, drum rumzulaufen und sich einen Weg irgendwie drum rum zu suchen auch, als wirklich die Gegner zu killen, weil das Kampfsystem sich einfach richtig hart scheiße anfühlt. Leider. Also, ne? Aber ja. Das ist in einem Tomb Raider. Ich weiß gar nicht, wann kam der erste Tomb Raider-Teil raus? Schon wieder Caps Lock irgendwie drin. Das ist da schon deutlich, deutlich besser geglückt. 96, krass. Das ist hier schon deutlich besser geglückt. Also das fühlt sich da schon, also auch das spielt sich clunky. Aber so das Gegner anvisieren und irgendwie schießen und keine Ahnung was und so, fühlt sich da, oder habe ich zumindest so in Erinnerung, dass sich das da eigentlich besser anfühlt. Und wenn dann da, was weiß ich, irgendwie ein Tiger auf ihn zugerannt kommt, dann kannst du dem halt schlecht irgendwie ausweichen in dem Sinne die ganze Zeit und bist dann halt schon dazu angehalten, den Tiger halt zu killen quasi oder halt die anderen Gegner, wie auch immer, weil du sonst halt schon eher Probleme hast. Und hier ist es halt so, es gibt halt einen Gegnertypen und der wurde halt 3-4 Mal verwurstet für verschiedene Wachenarten. Dann, wobei er genau so ein Hauptgegnertyp, der 3-4 Mal verwurstet wurde mit verschiedenen Abstufungen. Dann gibt es quasi diese Zwergen-Battlesphere-Dinger. Dann gibt es Dram als Unique-NPC-Gegner und halt Richten als Unique-NPC-Gegner, die aber schlussendlich auch nur eine Variation der Wachen sind. Und quasi diese komischen Gorilla-Viecher da in der Höhle und diese komischen Goblins bzw. Kobolde. Und das war's. Also es ist wirklich eine kleine Handvoll an verschiedenen Gegnertypen. Was aber, finde ich, okay ist, weil sie es trotzdem abwechslungsreich anfühlt, was aber nicht durch die Gegnervariation kommt, weil der Fokus halt auch überhaupt nicht zu 90% auf dem Kampf liegt, sondern eher so zu 50% und die anderen quasi, ne, sag mal, oder keine Ahnung, 40% Kampf, 40% Erkundung und irgendwie halt Leveldesign, Rätsel oder Leveldesign und Rätsel sozusagen, wenn man das mal in einen Topf reinwerfen möchte. Und 20% halt eben Dialoge und der ganze Kram halt eben so ein bisschen drumrum, dass es halt so ein bisschen zusammenklebt, sag ich mal. So ist ja eher die Aufteilung, sag ich mal. Das ist dann auch was sich später dann ändern wird, gerade in Oblivion und Skyrim dann. Da wird es dann ja schon so sein, dass irgendwie 80-90% ist Kampf und viele, viele Dinge sind ausschließlich über den Kampf lösbar. Und es gibt keinen Weg drumherum, was übrigens auch was Cooles ist, was ich hier sehr, sehr gerne mag, weil den Ring, sieht man das Bild noch hier in dieser Goblin-Höhle, den konnte man sich ja einfach hier rausklauen. Also man musste den Gegner, den haben wir ja gar nicht gekillt, sondern wir sind ja hier an der Seite reingehüpft, haben uns einen Weg um ihn drumherum gesucht, sage ich mal, haben uns den Ring geklaut und sind dann wieder abgehauen, ohne ihn auch nur berühren zu müssen quasi. Was ja so ein Ding ist, was man in einem Fallout New Vegas, irgendwie Jahre später dann, ja quasi zu einem Konzept gemacht hat durch Speech 100 und Charisma gemaxt und so. In dem Sinne, das, ne, war ja dann später genau das, was da dann halt, naja, zu einer ganzen Playthrough-Idee geworden ist, sag ich mal.
Was sehr, sehr cool ist, auf jeden Fall. Und ja, aber trotzdem, das Problem ist halt immer, es lohnt sich halt nicht, die Gegner zu killen. Es wäre halt cool, wenn sie es in irgendeiner Art und Weise gelohnt hätte, aber ich glaube, in dem Spiel, ich meine, ich persönlich mag das halt auch generell mehr. Ich würde lieber auf Progression-Systeme verzichten und dafür mehr Mechaniken ins Spiel kriegen, dass ich halt einfach ein bisschen breiter aufgestellt bin als Charakter und diese neuen Werkzeuge aber vielleicht nicht Pflicht sind, um irgendwie das Spiel weiterzuspielen. Siehe Breath of the Wild quasi. Sprich, was weiß ich, wenn du den Typen halt trotzdem gekillt hättest, dass du dann vielleicht sagen wir mal ganz wild gesponnen Enterhaken gekriegt hättest, ja, so ein bisschen Zelda-mäßig, und könntest dich darüber irgendwelche Kanten hochziehen, sodass du halt das Klettern zum Beispiel erleichtert hast. Oder könntest Gegner an dich ranziehen oder was weiß ich so, ja. Könntest es dann halt irgendwie auf verschiedene Arten halt verwenden in dem Sinne oder halt Items an dich ranziehen, sodass du dann irgendwie grob in die Richtung feuerst und kannst halt einen Heiltrank zum Beispiel, der weiter weg liegt, zu dir hinziehen. So solche Sachen zum Beispiel. Sowas hätte ich halt mega cool gefunden, weil dann hättest du ein richtig cooles Incentive auch mit einer coolen Belohnung, den Gegner halt zu killen. So, ohne dass es halt gleich Pflicht ist, den zu killen, weil irgendwie quasi die Mechanik notwendig ist, um irgendwas anderes im Spiel zu machen. So, das ist halt immer das Wichtige eigentlich, finde ich. Und das ist aber auf jeden Fall so ein Ding. Also ich muss sagen, wenn wir später irgendwann wieder Richtung Hauptprojekt gehen, also wenn Void Shaper irgendwann durch ist und wir wieder mehr Richtung Hauptprojekt gehen, das ist auf jeden Fall so ein Ding, da werde ich mir sehr viel Inspiration von holen, glaube ich. Von gerade genau diesem Dungeon hier halt auch, der Goblin-Höhle. Vom Aufbau her, von den unterschiedlichen Phasen oder Bereichen der Höhle, sag ich mal, weil da waren ja die Höhle bestand ja aus super vielen verschiedenen Teilen, die alle unterschiedliche Mechaniken ja teilweise auch drin hatten. Und ja, das ist ja quasi so ein, ich sag mal, ja, keine Ahnung, ich meine, es ist halt das Erste, woran ich denken muss in dem Sinne. Aber das ist ja quasi eine extrem clunky und uralte Variante von einem modernen, längeren Guild Wars 2 Jumping Puzzle, sag ich mal. Also wirklich eine riesige Höhle mit unterschiedlichen Bereichen, wo du noch unterschiedliche Sachen drin machen musst, ab und an so kleine Minikämpfe dazwischen. Und jeder Raum hat so eine kleine eigene Mechanik quasi mit drin. Das ist ja so ein bisschen genau das, nur halt hier eben uralt und sehr clunky. Aber trotzdem sehr cool. Das wäre halt genau so ein Ding, weil ich möchte nach wie vor eigentlich so ein bisschen so Itemspiralen und irgendwie Loot-Tables und solche Sachen will ich eigentlich so gut es geht vermeiden, weil ich finde, dass die halt nicht viel, die tragen halt nicht viel bei. So, das Einzige, was du über vertikale Progression halt erreichen kannst, ist eben, dass potenziell Content, den du später machst oder quasi auf nach hinten verschiebst, sag ich mal, optionaler Content, wie auch immer, dass man den halt wertloser macht, weil die Quest dann halt deutlich leichter wird, weil man dann vielleicht schon 5 Level überlevelt ist für das Gebiet. So, und um das wiederum zu fixen, müsstest du dir ein Pflaster ausdenken und dieses Pflaster ist oftmals Skalierung. Und dann kannst du dir halt grundsätzlich überlegen, naja, ergibt das überhaupt Sinn, vertikale Progression drin zu haben, weil naja, so, und ich bin halt der Meinung, das ergibt halt deutlich, also es ergibt halt nicht wirklich Sinn, so. Ich würde das halt eher so Breath of the Wild-mäßig quasi aufbauen. Wäre halt nur die Frage, wie das, also was man sich denn da unterirdisch dann am schlausten einfallen lassen könnte, sag ich mal. Quasi so in die Richtung von wegen, du brauchst, um in ein bestimmtes Gebiet zu gehen, brauchst du ja in Breath of the Wild zum Beispiel hitzebeständige Rüstung, weil sonst stirbst du da halt. Oder halt eben Rüstung, die dich halt auch wärmt, um halt in kälteren Gebieten durchzukommen und so weiter und so fort. Und sowas in der Art halt eben unterirdisch. Ich meine, ne, mit Temperaturen könnte man da zum Beispiel halt auch schon relativ viel machen. Sodass du dann da halt eben solche Sachen halt brauchst. Und dann gibt aber halt nicht nur eine Rüstung Wärme, sondern halt eben auch irgendwelche Gerichte oder Items oder was weiß ich so. Also Consumables in dem Sinne. Oder Zauber vielleicht. Könnten dir ja auch was geben und dann kannst du dich dann da halt eben so ein bisschen durchhangeln und es sollte dann halt eben aber nicht Pflicht werden sozusagen. Ja.
Aber das wäre dann halt eben sowas. Und dann halt eben, wie gesagt, möglichst, ich sag mal, Bosskämpfe. Boy. Na, nicht Bosskämpfe optional. Das vielleicht nicht, aber eben quasi integrale Quest-Items. Also ich sag mal so, das Killen des Bosses sollte vielleicht sogar nicht unbedingt optional sein, aber es sollte vielleicht einen Plan B geben, der vielleicht möglich ist in dem Sinne, dass du halt schon im Encounter bist. Aber wenn du halt einen Charakter spielst, der halt eben vielleicht nicht super krass offensiv ist in dem Sinne, dass du eben trotzdem die Möglichkeit hast, diese Quest halt fortzuführen in dem Sinne und diesen Encounter zu schaffen, nur halt eben auf andere Art und Weise, ohne vielleicht auf den herkömmlichen Weg durch quasi explizit Damage-Output den Bossgegner zu killen quasi. Das wäre eigentlich sehr, sehr cool. Genau, weil das ist ja halt immer so ein bisschen auch bei New Vegas quasi so das Problem gewesen, wenn du halt so einen Speech 100 Charisma-Charakter spielst, so, dann kannst du dich halt auch nicht um 100% der Kämpfe drumrum drücken, sag ich mal. Und wenn du denn mal in so einem Encounter bist, kannst du eigentlich nur noch weglaufen, sag ich mal. In irgendeinen sicheren Bereich, aber du kannst dich halt nur relativ schwer effizient wehren. Das ist da so ein bisschen zum Beispiel auch das Problem. Ja. Ja, genau. Nee, aber trotzdem, ich muss sagen, ein sehr, sehr cooles Game und ein sehr schöner Auftakt auch ins Elder Scrolls-Universum tatsächlich. Also es hat schon mal einen sehr, sehr coolen Ersteindruck gemacht. Oder ja, fürs Universum sage ich mal einen Ersteindruck. Aber ja, nee, fand ich wirklich sehr, sehr, sehr gut. Dann würde ich sagen, wir schnuppern mal in Arena rein. Tatsächlich. Und ich glaube, das müsste ich dann auch über die Xbox spielen. Weil... Also eine deutsche Variante gibt es davon nicht komplett. Also nicht so wie jetzt quasi bei Redguard in dem Sinne. Von daher können wir das eigentlich auch direkt darüber spielen. Jetzt wäre halt nur die Frage, jetzt bräuchte ich gleich mal ein bisschen eure Hilfe oder eure Unterstützung ganz kurz. Ob ihr das Spiel dann auch sehen könnt gleich.